Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, ich habe den Dünger jetzt schon ausgerüstet. Das heißt, ich nehme ihn mir jetzt in die Hand und dann bestäuben wir jetzt mal die restlichen Felder. Ich habe es heil geschafft, hierher zurückzukehren. Und wir haben sogar noch mal ein bisschen Dünger für nächstes Mal übrig. Gehe ich mal davon aus. Sollten sein, ne? Auch wenn es nicht viel ist, aber jetzt kriegen wir doch das gesamte Feld zugepflügt. Und ich habe sogar noch 1000 übrig. Ich hoffe jetzt nur, dass das Säckchen das so ein bisschen durchhält. Bezweifle ich zwar eher, weil ein Feld, ne, 50. Aber dann gehen wir jetzt hier mal in die richtige Leinsamenproduktion. Und wenn ich jetzt wirklich nochmal Geld bräuchte, dann kann ich das notfalls auch in Armbrüste oder in irgendwas anderes reinsetzen. Falls es jetzt mal wirklich Not am Mann ist. Irgendwas werden wir da schon finden. Ich denke mal, ein bisschen was auf Vorrat zu haben und zu übertreiben, ist jetzt nicht so weiter wild. Und zur Not, die ganzen Leinsamen, die restlichen, die können wir nachher auch gut verkaufen. Weil wir kriegen ja jetzt die doppelten Ertrag sogar noch raus. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Das heißt, jetzt geht es erst richtig los mit der Feldarbeit. Und wir werden immer leichter mit jedem Dünger. Das ist herrlich. Wir müssen uns aber gleich neue Holzhacken bauen, weil ich habe die ja jetzt verkauft, damit ich ein bisschen schneller hier wieder im Dorf bin. Naja, aber das wird ja jetzt dann erstmal Feldarbeit für das Letzte sein. Gucken wir mal, wie das Jahr jetzt hier laufen wird. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch, vielleicht könnten wir ja noch die Näherei ausbauen. Vielleicht gibt es da ja noch einen neuen Gegenstand drin. Wir sind ja jetzt auf Stufe 2. Das heißt, unsere Näherei erreicht ja jetzt einen Grad, der besser ist. Es sieht auf jeden Fall dann hübscher aus als mit den ganzen anderen Häusern. So, jetzt ist es kaputt. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mir jetzt neu hole. Oh, ich hoffe mal, es ist mittlerweile genug Leder wieder drin. Dass wir uns einen neuen Sack wenigstens machen können. So, schauen wir mal. Holzschalen haben wir auch noch so viel. Boah, 64 Leder sind schon wieder drin. Meine Güte, die sind richtig produktiv, meine Jäger, ey. Ja, ich bin auch am Überlegen, nochmal ein paar Kohlsuppen zu machen hier aus den ganzen Tellern. Und wir haben ja jetzt noch ein bisschen Geld übrig. Vielleicht auch mal sowas wie Karottensuppe. Bei Kohlsuppe hört sich halt geiler an. Wir gehen ja jetzt demnächst ins Kohlgeschäft ein. Na, mal gucken. Mal gucken. Was wir da jetzt noch Wunderbares draus zaubern können. Also Beschäftigungsaufgaben haben wir definitiv mehr als genug dieses Jahr. Das Problem ist, ich müsste eigentlich weiter mit den Quests machen, weil irgendwann laufen die halt aus und dann gibt's die nicht mehr. Und ja, das sollten wir irgendwie schon bald mal hinkriegen, ne? Und irgendwann bin ich auch zu alt, um mir noch jemanden zu angeln. Auch davon gehe ich mal aus. So. Jetzt packe ich erstmal die einfachen Säcke bis auf 2 nochmal da rein. Dann gucken wir nochmal, dass wir uns noch einmal ein... Ach, wir haben hier so Holzhacken drin. Ja komm, ich nehme mal alle 3 gleich mit. Auch wenn wir dann ein bisschen überladen sind, aber das haut gleich hin. Komm, ich nehme auch gleich die Samen mit. Ich kann jetzt nochmal gucken hier. Samen, 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 Samen. Wir hatten jetzt hier noch Roggen. Das war... Ich muss es immer leider wieder, immer wieder gucken. Im Herbst. So, wir haben hier noch Stroh. Weizen. Und Weizenkorn. Im Frühjahr oder Herbst. Könnten auch Weizenkorn, ja. Aber ich habe halt noch keine Mühle. Noch nicht so richtig. Also in der Sache sind wir noch nicht so weit. Ah, schwierig, schwierig. Ich würde doch eher gucken, dass wir mal Leinsamen dann mitnehmen.
Das heißt, wir sind jetzt 5 Kilo über unseren ursprünglichen wieder drüber. Wir machen das alles mit Leinen. Vielleicht dann noch irgendwie gucken. Dann haben wir nämlich definitiv erstmal genügend davon. Jetzt muss man aber erstmal schauen, wo ich jetzt aufgehört habe zu verteilen. Na hier. Halt, Sack wieder ausrüsten. Geht ja schnell hier. So, auch das Feld ist fertig. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wenn ich das jetzt hier fertig habe, ob ich auch wirklich keinen Fleck vergessen habe. Das ist ja das Gute, kann man sich das in der Verwaltung nochmal gut angucken. Und dann müssen wir auch immer gucken, dass wir Dünger auf Vorrat haben. Machen wir jetzt hier mal richtig Ackerbau. Wir treiben das mal richtig voran. Müssen wir mal schauen. Bin sowieso noch am Überlegen. Die Felder jetzt hier denn schon ausreichen oder noch nicht? Oder ob wir noch mehr Felder brauchen? Weil wie gesagt, desto mehr Gebäude wir haben, leider auch Felder, desto schwieriger wird es, nachher die ganzen Steuern zu zahlen. Wenn wir es halt unbenutzt lassen, wie zum Beispiel bei der Fischerhütte, weil ich halt nicht genug davon hatte, weil Leinesamen fehlen dafür. ja, hat das halt nichts gebracht. Da ein Fischer ohne Fischer und alles. Das heißt, nur Gebäude, die wir auch wirklich benutzen, also entweder selbst benutzen, um es uns einfacher zu machen, oder aber auch wirklich nur Gebäude zu haben, die auch wirklich vollends ausgelastet sind. Deswegen war es mir jetzt auch so wichtig mit den Feldern, dass wir den Dünger jetzt gekauft haben. Das ist ja wirklich zu wenig, was wir hatten. Und ich hoffe, dass wir jetzt eine so fette Überproduktion haben, dass das überhaupt nicht mehr auffällt. Das wäre natürlich optimal, ne? Also sprich, dass sich das so viel vergammelt quasi. Dass wir uns darüber keinerlei Sorgen mehr machen müssen. So, 49. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. So, das Feld ist richtig. Das Feld ist gedüngt. Ja, da fehlt noch welche. Das ist voll. Das ist voll. Das ist komplett gedüngt. Das ist auch komplett gedüngt. Nicht so krass wird's. Nee. 100. Wir haben noch 49 übrig und 6 waren dann. Ich frag mal nicht. Irgendwas haut da jetzt gerade nicht hin. Ich glaube, da hat mir ab und zu kein Dünger abgezogen. So wie es aussieht. Aber mich soll es nicht stören, denn haben wir halt Dünger mehr übrig. Weil eigentlich hätten jetzt 106 Dinger. Die sind nicht ganz 100. Stimmt, die vorne sind ja kürzer. Oh ja, da war ja was. Die sind ja ein Stückchen kürzer. Da fehlen ja jeweils 5. Nee, das kommt hin, das kommt hin, das kommt hin. Ja. Ein, zwei Felder sind ja ein bisschen kleiner. Ja, wir sind schon wieder schmutzig. So, komm. Die Felder müssen noch fertig werden. Also man merkt, das ist nicht nur Arbeit für eine Person, was ich hier jetzt gerade mache. Aber man ist beschäftigt, ne? Also nennt man auch Beschäftigungstherapie Feldarbeit. Aber gut, solange wir es selbst machen, lernen wir halt auch noch ein bisschen Fähigkeiten dafür. Das heißt, das würden wir auch eine ganz lange Zeit selber machen. Das heißt, ich muss auch ungefähr einschätzen, wie viel wir selbst schaffen. Na, weil irgendwann, wenn ich jetzt zu viele Felder nachher habe, muss ich Arbeiter dafür einstellen. Es bringt ja dann halt nichts.
wenn das dementsprechend nicht gemacht wird, ne? Na gut, gucken wir mal. Das heißt, ich sollte erstmal nur so viele Felder lassen, wie ich auch selbst bestehen kann. Wir sind jetzt bei der Hälfte des Tages. Ich glaube, das dürfte jetzt so an, was wir an Feldern haben, definitiv ausreichen. Solange mir der Dünger nicht ausgeht. So, kurz nochmal Luft schnauben. Zur Not kaufe ich nochmal Dünger nach. Für den nächsten Jahreswechsel. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Weil ich glaube, bis zum nächsten Jahreswechsel kriegen wir nicht nochmal ein paar Bären gesammelt. Aber sind ja erstmal gleich durch. Dann haben wir erstmal unsere Felder alle gepflügt. Dann müssen wir jetzt gleich nur noch Samen draufschmeißen und dann passt das. Dann sollte ich mir auch nochmal zwei... Na komm, machen wir nochmal 5 Holzhacken oder so. Irgendwann sollte ich mir dann auch nochmal eine anständige Hake machen. Aus Bronze natürlich. Wir wollen ja edel zugrunde gehen. Aber so langsam alles auch auf Bronze bald umstellen, das würde ich auch gern mal. Gut, noch müssen wir für Bronze selbst Hand anlegen, aber schauen wir mal. Bis jetzt klappt ja eigentlich alles ganz gut. So. Hey, wir haben es gleich geschafft. Alle 6 Felder voll gedüngt, voll gepflügt. Jetzt müssen wir sie gleich nur noch voll besamen. Wunderbar. Gut. Dann jetzt einmal hier. Und wo sind unsere Leinen? Da. Das heißt, wir machen jetzt die Überproduktion Flachs. Da kann ich rumflachsen. So. Na, das wird ja jetzt hier nochmal richtig Arbeit, das Ganze nah abzuernten. Oh, 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 oh. So, nächstes Sack kaputt. Na, mal schauen. Aber so kriegen wir jetzt halt hier auch hoffentlich noch gut ein paar Erfahrungspunkte dazu. Um die Feldarbeit auszubearbeiten. Weiß nicht, gibt es sowas wie schneller abernten oder schneller Samen verteilen? Gab's ja nicht. Das Umgraben könnten wir uns, glaube ich, nur beschleunigen, indem wir halt auf Bronze umsteigen. Das ist so wie bei der Axt zum Beispiel. Oder bei der Spitzhacke. Dass es schneller runtergeht. Deswegen denke ich mal, das könnten wir hier jetzt auch nochmal machen mit der anderen Tasche. Es gibt ja noch eine andere Tasche, um Samen zu verteilen. Also nicht normales Säckchen, sondern... Ja, aber ich glaube nicht, dass das mehr machen würde, dass es nicht so 2 Felder überspringt oder so. Weil dann kann man es nicht so zielgenau ansetzen. Das glaube ich eher nicht. Na, ich glaube, da würden auch reichen die ganz normalen Säckchen hier. Sind zumal auch günstiger. So, das hier ist voll. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch das hier voll machen. Da haben wir es doch schon fast. Dürften wir eigentlich von der Zeit her sogar, haben wir ja noch einen ganzen Tag übrig. Und eine Nacht vor allen Dingen. Dann könnten wir sogar noch sagen, dass wir das die Näherei erhöhen. Also von 1 auf 2. Genug Ressourcen dürfte ich hoffentlich jetzt schon drin haben. Also wir müssten jetzt, glaube ich, nicht losgehen und Bäume fällen. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Das Einzige, was wir nochmal machen könnten, wäre losziehen und in die Höhle dort hinten nochmal reingehen. Ich glaube, jetzt kommt ja auch mit Alvin auch nochmal die Quest mit töte einen Bären innerhalb von 8 Stunden oder so. Die müsste ja jetzt auch bald wiederkommen.
Die hatte ich ja dann ausgesetzt und dann ging es ja wieder zurück. Durch Updates und Co. Oh. Ja gut, die Bäume muss ich da nochmal absetzen. Und auch die Stümpfe entfernen. Denn wenn man die Stümpfe entfernt, dann wachsen die da auch nicht mehr nach. Ist auch was, was ich mir nicht so hätte vorstellen können, aber hey. Das heißt, wir müssen die Stümpfe dann sogar stehen lassen. Die dürfen wir dann nicht immer rausreißen, wenn wir Nachwuchs von Bäumchen haben möchten. Ich hätte eher so damit gerechnet, dass man das selbst irgendwo vielleicht anpflanzen kann. Oder dass es sich dann halt von selbst aus wieder vermehrt. Aber auch da wurde ich eines Besseren belehrt. So, jetzt sind wir gleich durch. Mit dem Feld Nummer 5. Gut. Und hier haben wir jetzt noch ganz klein bisschen. 6 Dinger hier. Na gut, ich hätte gut noch 130 verkaufen können hier. Na gut, nächstes Mal haben wir nochmal Reservegeld da, ne? Oder Reserveverkaufgeld. Alles vollgefüllt. Alle sind voll. Ist das Genius. So, 50. Wunderbar. Nochmal alles überprüfen. Ja. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Nice. Nice. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal Wasser trinken. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Die 10 Minuten dürfte ich doch schaffen, um das Gebäude aufzuwerten. Das ist momentan sowieso kein Arbeitsplatz. Legen wir nur mal kurz was ab. Und die Näherei ist ja hier. Gucken wir mal. Ah, nee. Ja, doch. Das war Produktion und Schmiede 2. Näherei 2. Zack. Sieht bis jetzt noch nicht nach was Neuem aus. Und wieso hat er mir jetzt alle... mir schon die Hälfte ins Inventar gelegt. Na gut. Dann können wir hier schon mal ein paar Holzstämme drauf poppen. Kann ja mal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Stamm, 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 Stamm. Brett und Stamm, Brett und Stamm, Brett und Stamm, Stamm. Nichts, was wir nicht da haben. Das haben wir alle im Überfluss da. So, das eine Leder packen wir weg. Das Sämchen. Stroh kommt rein. Stöcker kommen rein. Dünger kommt rein. So, dann brauchen wir Holzstämme. Ja gut, nehme ich mal kurz 26 Stück mit. Nehmen wir nochmal ein paar Bretterchen mit. Nicht zu viele. 18. Kann ich mich noch bewegen? Gerade so. Dann laufen wir nochmal rüber da. Ist ja zum Glück nicht so weit weg von unserem Lager. Aber die kriegen wir ja schnell zusammengezimmert. Ah, das, apropos, hatten wir nicht eigentlich sogar schon Landwirtschaft? Nee, wo waren das drunter? Gewinnung? Nee, Lager müsste das gewesen sein. Nee, das haben wir noch nicht. Das zweite Nahrungslager. Das haben wir noch nicht. So. Hauen wir mal ganz fix hier alle drauf. Ja, das Holzdach können wir auch nochmal fertig machen hier. Ein bisschen zu wenig Bretter mitgenommen, aber waren ja sowieso schon übertrieben voll. Der Buff sieht da unten recht lustig aus. Gut, aber müssen wir schon wieder... schauen, dass wir neu holen. Zum Glück ist alles da, also ist ja kein Problem. Wir haben mal kurz 21 mit. So, 31. Oh ja, das war ein bisschen viel.
10 Stöcker brauchten wir für einen weiteren Holzhammer. Komm, schlepp dich, schlepp dich, schlepp dich, Ragnir, schlepp dich. Machen wir noch anders? Essen wir noch mal. Verlieren wir noch ein paar Kilos. War ein bisschen zu viel. Kraft essen, komm. Schleppen, schleppen, schleppen. Slow Motion. Na? Noch ein Schritt. Einen Schritt nach dem anderen. Komm. Das schaffst du. Wir glauben alle ganz fest an dich. War halt wieder zu gut gemeint. Ja. So vom Weiten einfach draufschmeißen. So, komm. Das hast du gleich geschafft. Es ist nicht mehr weit. Ach, guck mal. So. Wunderbar. Und schon sind wir wieder leicht wie eine Feder. Und das mit den ganzen... Jetzt ist mir der Holzhammer natürlich im Eimer gegangen. Ah, ich brauche einen neuen. Ich brauche einen neuen Holzhammer. Nehme ich gleich noch mal ein paar Stämme mit. So, nehmen wir noch mal 8 Stämme mit. Mal hier jetzt genau 10 Stückchen. Machen wir kurz den Holzhammer. So, jetzt gucken wir mal, was da jetzt noch fehlt. Ja, oh, es ist sogar fertig geworden. Nice. So, können wir mal kurz gucken hier. Ja, nimm bald die Fackel. Näherei Holzwand. Nee, ist sonst nichts Neues dazugekommen. Jetzt haben wir hier noch Webstuhl. Ja, Wollgarn. Ich habe ja noch gar keinen Wollgarn. Was wäre denn hier? Aus Wolle. Hier haben wir jetzt aber auch nichts Neues dazu gekriegt, ne? Leingarn, Säckchen. Wäre aus Gewebe. Ich sollte mir auch nochmal hier definitiv nochmal den Pelz angucken. Wo war denn der drunter? Das war, glaube ich, eine Kopfbedeckung. Nee. Tuniken? Nein. Find ihn wieder. Ich finde ihn gerade nicht. Oder war das hier? Ah, hier. Ja gut, den hätten wir ja jetzt doch noch holen können. Leingarn und Pelz. Damit könnten wir halt auch mal das ganze Pelz mit ein bisschen loswerden. Gut, haben wir jetzt ja in eine Schuhe gesteckt. Können ja jetzt Pelzschuhe machen. Obwohl sie ja Pelzstiefel haben wollte. Ne? Aber na gut. Ja, die Quests. Dann können wir jetzt mal schauen. Soweit haben wir jetzt alles. Verwaltungstechnisch. Eigentlich das, was ich jetzt schaffen wollte, habe ich geschafft. Hier müssen wir noch mit jemandem reden. Alvi müssten wir noch weitermachen. Das sind auch noch 13 und 15 Jahre. Und das mit der Dynastie fortleben. Naja. Naja. So, wie viel Steuern müssten wir jetzt in der Verwaltung? Nö, es wird ja jetzt gar nicht angezeigt. Wie wir jetzt insgesamt zahlen müssen. Na gut, das müssten wir jetzt mal sehen, wie viel wir jetzt pro Wechsel. Also es wird ja immer pro Quartal berechnet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Nahrung ist noch genug da, Holz ist noch genug da. Eigentlich alles genug da. Mal kurz die Fackel ablegen. Aber ich könnte doch noch mal... Wir haben doch hier jetzt ganz viel Fleisch und so, ne?
Das können wir ja mal kurz rausnehmen. Das ganze gute Fleisch und ich habe noch Bretter im Inventar. Ja, da war was. Dann hole ich mir hier nochmal den Rest Kohl raus und mache da nochmal Kohlsuppen draus. Wie gesagt, die Karotten, naja. Dann gehen wir nämlich, ach, ich habe jetzt die Schälchen vergessen, weil ich wollte die Schälchen nämlich da langsam loswerden. Die wir da drin haben. Dann verkochen wir das Ganze, weil Kochen ist ja auch nochmal wichtig für den Rest. Machen wir das als Folgenende und kochen uns nochmal gut. So, die 15 Bretter können wir reinschmeißen. Dann habe ich nämlich auch wieder genug Platz. Hier haben wir noch 33. Ja, es ist halt so ein bisschen problematisch, wenn sie dann die ganzen Schalen hier immer wieder reinschmeißen. Und die zählen halt als Werkstoff. Und alle haben sie schon unterschiedlichste Zustände. Ich habe einfach mal ein paar zu viele gemacht. So sieht's aus. Aber gut, dann machen wir jetzt halt nochmal ein bisschen Kohlsuppe. Daraus köcheln wir jetzt nochmal ein bisschen durch. So, machen wir auch im Dunkeln. Haben wir ein bisschen Zeit. Das wäre mit Karotten. Das wäre ein Eintopf. Dann hätten wir hier noch rote Beetesuppe. Eine Pilzsuppe. Na gut, da bräuchten wir mehrere Pilze. Und wir könnten noch einen Gemüseeintopf machen. Ansonsten hätten wir hier noch Fleisch mit Soße. Dafür brauchen wir Zwiebeln. Okay. Und gebratenes Fleisch. Holzteller. Das könnte auch nochmal interessant sein. Fleisch mit Soße. Dafür brauchen wir Eier. Eier haben wir noch nicht. Einmal mit saurer Milch. Nee, da kommen wir noch nicht hin. So, und Brei. Haferkorn. Roggenkorn, Haferkorn und Apfel. Und hier Haferkorn und Beere. Nee. Das heißt, ich würde echt gucken, dass wir... Ja, aber Karotten... Eintopf... nicht so cool. So von der Überlegung her. Weil Karotten esse ich immer selbst. Das heißt, wir bleiben erstmal nur bei dem Eintopf. Das sind jetzt nur 19 Kohlsuppen, die ich jetzt noch hinkriege. Mehr Fleisch haben wir gerade auch nicht da. Aber na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich lasse das jetzt hier einmal durchlaufen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit fertig gekochten Süppchen wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.